Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Hammerwatch. Jo, wir legen gleich wieder los, indem wir unseren alten Safe Game laden. So, und dann gucken wir mal, wo genau waren wir. Ah ja, noch im Tempel. Da unten wäre ein Gegner, an dem wir aber halt so noch nicht rankommen. Mhm. Wir sind fast tot, merke ich gerade. Also halten wir uns mal lieber hoch. So. Und dann gucken wir uns weiter um. Wir können uns hier oben noch fertig umschauen. Wir haben noch einen Gold Key übrig. Wow. Und werden die dann noch zum Platt machen. Ist halt die Frage, da ist noch ein Mumienboss. Der ist nicht so nett. Oh, wir haben Combo. So, locken wir mal ein bisschen von dem Viehzeug hier raus. Wow. Der war garstig. So. Dann muss hier der Boss mal weg. So, Boss ist weg. Dann können wir uns um die Särge hier kümmern. So, schnell mal wegdashen. Und ja, genau. Endlich mal Steine, die uns nicht weggebasht haben. Da ist übrigens noch einer. Weg. So. Noch ein Mörderfragment. Sehr schön. Und da drüben ist eine Orange. Die schnappen wir uns auch gleich mal. Und jede Menge Tassen und... Tassen. Vasen. Mit Loot. Sehr schön. Und noch ein Safe Point. Gut, den können wir auch gut gebrauchen, wenn ich das da drüben schon wieder sehe. Und das da drüben sieht übrigens garstig aus. Ich glaube, ich aktiviere erstmal den unteren Bereich da, den Spiegel. Und guck mal, was das öffnet. Oder ich gehe mal kurz hier durch. So, die gehen auf. Jetzt gehen die auf. Jetzt gehen die wieder auf. Oh, böse Gegner, rote. Das ist nie sehr gut. So, oh. Am besten wegdashen. Genau, und... alles, was kommt, in den Empfang nehmen. So, da oben ist irgendwo ein Banner, genau. Das Banner sollten wir schnell loswerden. Und erstmal die ganzen Mumien, die hier sich mit uns anlegen. Wow, da ist eine stärkere dabei gewesen. Oh. Ah, falsche Richtung. Nicht in die falsche Richtung gucken. Du guckst schon wieder die falsche Richtung. Ah. So, Banner ist weg, also können wir die Särge einreißen. Noch ein Mirror-Fragment aufsammeln. Apfel.
Und mehr Mumien töten. Three more to go. Ja, stimmt. Da können wir ja wieder was freischalten. Oh. Du bist ein Feuerballschmeißer, ein Übler. Ach, dein Ding war ja eh rot. Okay. Was ist hier? Was? Ziemlich lauter Todestrakt. Hier ist gar nichts irgendwie. So. Nicht wenn der da oben schießt. Das ist eine blöde Idee. Okay, an den kommen wir gar nicht ran. Und hier ist auch nichts mehr weiter. Und hier sich zu heilen ist auch ziemlich mutig, aber wir können es machen, während wir darauf warten, dass die Stacheln zugehen. Wow. Und weg. Ja, wir hätten schon wieder ziemlich viel Geld zusammen. Und ich könnte wenigstens hier drüben den Stein aktivieren und gucken, was das macht. Da müsste ich ja, glaube ich, nur noch in einen den Spiegel reinsetzen. Ne, in zwei. Würde ich schon mal wenigstens an die Vendor-Coin rankommen. So, der Laser läuft und der Solar Node ist activated. Sehr schön. Au. Ihr seid ja solche hier. Wow. Au. Okay, Bombe. Ich mache erstmal hier auf. Und töte die Goldkäfer. Das war viel Gold. Red Spikes deaktiviert. Gut. Dann kann ich die beiden mal killen. So, und kann mich hier weiter versuchen. Das war falsch. Richtig. Richtig. Falsch. So, die nächste Pyramide ist da. Ich würde halt gerne wissen, ob das was hier drüben ausgerichtet hat. Dass wir den Solar Node aktiviert haben. Wir haben noch einen Spiegel, einen Portstein. So. Da dran vorbei. Aber hier hinten scheint sich nichts geöffnet zu haben. Nö. Und das hier oben haben wir auch nicht aktiviert. Schade. Wow, das hätte ins Auge gehen können. Gut, benutzen wir die Zeit nochmal zum Heilen. Weil für was anderes brauchen wir das Mana fast nicht. So. Und raus hier. Gut. Da oben können wir dann kurz safen. Ich könnte jetzt da oben weitermachen oder auf der Seite. Ich mache mal hier oben weiter. So. Oh, ach ja, das sind ja die Kerle hier, die ihre Speere in den Boden rammen können.
Wow, das hier sieht irgendwie auch ein bisschen gefährlich aus. So, geh weg. Also ja, die mit den Speeren sind definitiv lästig. Und die Eismagier sowieso. Wow. Weg mit dem Mana-Entzugsding. So. Hochheilen. Oh, das Gold einsacken. Die könnte man, kann man gut und gerne als mobile ja. Da fällt mir ein, wie aktiviert man den Knoten da drüben eigentlich? Wahrscheinlich vom Wasser aus, da oben, ja. Definitiv da oben. So, ob der Schalter die Schatzkammer öffnet, ist... Er hat was geöffnet, aber nur die Seite ist aber auch gut. Da haben wir hier wenigstens so eine Art Abkürzung. Das heißt, es gibt für uns nur noch den einen Weg, weil alles andere... wow, jetzt habe ich vor lauter Karte gucken nicht aufgepasst. Das muss ich gerade wirklich nochmal gucken, aber hier unten war, glaube ich, zu. Jo. Das können wir nur von der anderen Seite aktivieren. Da sind auch ein paar Feuerballwerfer mit drin. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, da oben über die Stacheln zu gehen. Und wir halten uns gerade eigentlich ziemlich gut mit 15 Toten, muss ich sagen. Ups, da war ich zu voreilig. Okay, ich hab den Death Counter getriggert, dadurch, dass ich das gesagt habe mit den Prozenten. Okay. Viele Gegner. Na, viele Gegner sind erstmal gut, um die Combo zu aktivieren. Dann kann ich mir jetzt mal Luft verschaffen. So. Und gleich komme ich wieder an verdammt viel Geld. Naja, der Tod hatte ein gutes. Ich bin... wieder auf vollen Lebenspunkten. Und ich habe einen Haufen Geld. Okay. Das heißt, wenn wir wieder zurück sind, können wir mal auch wieder Erz, was ich bis jetzt zurückgehalten habe. Man sieht ja, ich habe ja noch 3 Erzklumpen. Ach nö. Wow. 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 Ich brenne. Erst den Magier loswerden. Oh, der eine Mana-Flagge gespawnt hat. Wow. Wow. Hey, so geht das ziemlich gut. Oh, er lädt auf. Au. Au, das hat weh getan.
Wow, und wir haben ihn erledigt. Sehr schön. Nur noch einer. Hm. Okay, da muss ich echt was übersehen haben. Weil hier ist wirklich nichts mehr. Also ja, hier unten sind noch zwei Äpfel. Nee, halt, warte mal. Ich habe ja irgendwas geöffnet. So, erstmal speichern. Ich habe ja da unten den Knoten aktiviert. Dadurch muss ich doch irgendwas geöffnet haben, oder? Die Frage ist nur, was? Jedenfalls nicht das da drüben und auch nichts hier unten.